Auf diesem Bauplatz im Berliner Stadtteil Mahlsdorf soll in nur 3 Tagen ein innovatives Haus entstehen. Sie wollen hier bald wohnen. Yvonne Esbach und Alexander Barth mit Sohn Joel. Wir hatten ja hier ein kleines, süßes Häuschen von 60 Quadratmetern. Das war auch zu zweit völlig in Ordnung. Aber dann kam der Sohnemann und 2 Zimmer reichten einfach nicht. Und dann haben wir uns halt informiert, was es halt für Möglichkeiten gibt, Anbau oder sowas alles. Und wir brauchten halt irgendwas auch für die Zukunft, weil irgendwann sind wir auch wieder zu zweit nur und so. Sie entschieden sich daher für ein neues Hausbaukonzept einer Berliner Firma. Das Geheimnis sind diese Stahlträger. Sie schaffen ganz neue Möglichkeiten für die Raumaufteilung im Gegensatz zu herkömmlichen Massiv- oder Fertighäusern. Ein weiterer Vorteil, der Rohbau steht in nur 3 Tagen. An Tag 1 setzt das 4-köpfige Bauteam die Stahlelemente zu einem Gerüst zusammen. Die Männer fixieren die Teile mit innenliegenden Schrauben. So stören sie nicht die Optik der Konstruktion, denn die wird im Hausinneren später zu sehen sein. Das innovative Konzept kombiniert Stahl und Beton erstmals beim privaten Hausbau und vereint zusätzlich die Vorteile von Massiv- und Fertighäusern. Entwickler Olaf Elze kam durch private Lebensumstände auf die Idee. Meine Eltern gingen auf die Rente zu, haben meine Schwester und ich sich Gedanken gemacht, wie wir sie dichter ranholen können. Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir ein Haus bauen, was aber für alle Generationen nutzbar ist, auch wenn sie nicht zur gleichen Zeit drin wohnen. Der Erfinder demonstriert uns das Prinzip. Schon bei der Planung lassen sich die Innenwände völlig frei positionieren. Ist das Haus einmal fertig, kann man die Wände auch später wieder entfernen und an eine andere Stelle setzen. Warum das möglich ist, zeigt ein Blick in ein Musterhaus in Bernau bei Berlin. Der Grundriss ist quadratisch. Das muss so sein. Nur so ist das Stahltragwerk belastbar genug. Von innen bleibt es sichtbar. Da es die Hauptlast des Hauses trägt, lassen sich die Räume besonders offen gestalten. Tragende Innenwände gibt es keine mehr. Wer will, kann eine 2. Etage einrichten. Jedes Haus trägt in der Mitte eine Glaspyramide. Der Erfinder nennt sie Atrium. Sie lässt besonders viel Tageslicht ins Hausinnere. Auch Yvonne Esbach und Alexander Barth schauten sich dieses Musterhaus vor 2 Jahren gemeinsam an. Ihr erster Eindruck damals? Also ich habe wirklich als allererstes gedacht, Wahnsinn, gerade wegen des Atriums und wegen dieser Offenheit und wegen dieser, ja, einfach diesen anderen Stil und ja. Hat einfach geflasht. Schnell waren die Pläne für ihr eigenes Heim geschmiedet und der Bau beauftragt. Zurück auf der Baustelle. An Tag 2 werden vorgefertigte Außenwände aus BIMS-Beton angeliefert. Wie bei einem Fertighaus. Daher auch der Name Hybridhaus, weil es Vorteile von Massiv- und Fertigbau verbindet. Fehlt nur noch das Atrium. Die Dachspitze aus Sicherheitsglas muss exakt waagerecht aufgesetzt werden, sonst könnte sie später undicht sein. Geschafft. In den kommenden Wochen wird das Dach mit Ziegeln bestückt und der Innenausbau kann beginnen. Die Hausherren betreten das erste Mal ihr zukünftiges Heim. Ein emotionaler Moment. Also ich bin völlig überwältigt. Unbeschreiblich. Naja, ja. Auch der Erfinder ist zufrieden. Es ist bereits das 8. Hybridhaus, das deutschlandweit gebaut wird. Und es gibt weitere Pläne. Nächste Woche in Dresden wird das nächste fertiggestellt. Dann werden wir weitergehen in Wandlitz, Oranienburg und Stück für Stück.